Meine Lieben, hier ist euer Dragner. Herzlich willkommen zurück zu Endzone A World Apart. Und gleich mal ein kleiner Hinweis. Ich glaube, Shena Tiger war es, der es mir geschrieben hat. Ja, es gibt schon zwei DLCs. Ja, stimmt sogar. Da seht ihr mal, wie unwissend ich mit dem Spiel bin. Ich glaube, Prosperity oder so heißt das andere DLC. Ist natürlich auch aktiviert, aber hatte ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm. So, wir starten ins Spiel. Es sind jede Menge Gebäude kaputt. Ja, wir müssen ein bisschen reparieren. Wir haben Baumeister. Wir haben wenig Siedler. Wir brauchen dringend Leute am besten. Ja, gut. Wird schon kommen mit der Zeit. Wird schon kommen mit der Zeit. Wir starten einfach mal. Hier fehlt ein Aufklärer. Ja, den würde ich gerne einsetzen, sobald ich Leute habe. Niedrige Wasserreserven. Gefällt mir alles nicht. Okay, wir tun mal schnell einen Jäger weg. Wir haben mehr als genügend Nahrung und einen Sammler weg. Wir setzen einen Kundschafter ein. Wo können wir noch jemanden wegnehmen? Einen Förster tun wir weg. So, lassen wir es dabei mal. Jetzt haben wir drei Siedler, zwei Baumeister. Ich würde... Na, wir lassen es mal so. Die sollen sich jetzt mal um quasi die Siedlung kümmern. Und wir starten unsere erste Expedition. Und zwar haben wir gleich hier neben uns, das ist das Dorf, glaube ich. Gleich neben uns haben wir ja, genau, hier. Ein Dorf, ein interessanter Ort. Da schicken wir jetzt mal einen Kundschafter hin. Gucken wir mal, was da rauskommt. Ja, okay, wir drehen mal schnell ein bisschen schneller. Warum haben wir so wenig Wasser, ist die Frage. Ich weiß es nicht mehr. Ach, hier, nix. Es ist anscheinend noch Dürre. Das ist ja ganz schlecht. Das ist ja ganz schlecht, doofe Kombi, ganz doofe Kombi. Holz haben wir jetzt hier auch nicht mehr momentan. Warum? Okay, wir haben hier auf jeden Fall noch ein bisschen was, wo die Leute auftrumpfen. So, okay, es regnet. Jetzt kommt Wasser rein. Ja, und wir bräuchten halt dringend mal die Wetterstation. Man sieht schon, wir haben hier Kontamination. Wir haben irgendwo, ja, hier natürlich auch. Wir haben irgendwo, haben wir doch das Gebäude. Genau. Ich verschiebe mal schnell ein bisschen und zwar so. Nahrung und Leifung. Genau. Die reinigen dann die Wassergebäude, hoffe ich mal. Scheint kontaminiert. Ja, wir sollten dringend etwas unternehmen. Ja, würde ich ja gerne aktiviere den Filter eines Wassers. Ah ja, Mai, bin ich dumm. Mai, bin ich dumm. Wir werten jetzt mal das Wassersilo hier auf. Zack. Also die Zisterne wird jetzt zum Wassersilo. Und da können wir mit Kohle können wir Wasser filtern. Ruine erkundet. Einmal Metallwerkzeug, 17 Hanf, 8 Plastik. Jetzt können wir hier eine Expedition aufstellen. Und jetzt können wir sagen, wen wir da mitnehmen sollen. Und wir brauchen nichts Besonderes anscheinend. Dann würde ich gerne mal den Jäger... noch einen Jäger. Ein Sondierer. Also alles Jobs, wo ich sage, die können wir mal kurzfristig zumindest... Totengräber. Die schicken wir jetzt mal Expedition starten. Die sollen jetzt da hingehen und die Ressourcen sammeln. Also alles Leute, wo ich sage, die können wir mal kurz verknusen, dass die weg sind. Dann werden halt ein paar Jobs nicht ausgefüllt, geführt. Ist uns egal. So, kommt. Wasser steigt auf jeden Fall wieder. Das ist schön. Aber wir müssen das Wasser auch dekontaminieren. Wir müssen das Wasser auch dringend dekontaminieren und dann im Idealfall auch noch die Wetterstation erforschen, weil dann können wir zum Beispiel sagen, wenn es
wenn stark oder mitteldekontaminiert regnet, dann möchten wir, dass decken wir die Dinger ab und dann kriegen wir das Wasser nicht. So, was geht denn jetzt hier? Wir brauchen Holz. Das Gefühl, wir müssen ein paar Bäume so hacken. Holz hacken, machen wir mal hier so. Machen wir mal hier so. Expedition wartet auf Anweisungen. Ja, nehmt alles mit, bitte. Oh, ich habe den, glaube ich, nicht mal Essen eingepackt gehabt. Naja, okay. Okay, aber die waren ja direkt vor der Haustür, deswegen nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Okay, wir haben wieder ein bisschen mehr Siedler. Expedition ist zurückgekehrt. Wir kriegen jetzt die Lagerung und fertig. Okay, wir haben gerade ein bisschen mehr Leute. Ich würde gerne einen zweiten Forscher mal haben. Dauert sehr, sehr lange. Dauert wirklich sehr lange hier. So, und hier das Zeug fehlt halt auch noch. Eieieiei. Wie viel Kohle haben wir denn? 12. Köhlerei. Ja, aber unsere Gebäude hier sind zu einem Großteil schon wieder repariert. Man sieht, die Fragezeichen verschwinden langsam. Ah, hier dekontaminiert. Wo war's? Ja, naja. Kümmert man sich drum. Trotzdem. Offene Aufträge am schwarzen Brett. Da könnten wir auch mal kurz hingucken. Das da war's. Feldstudien, fremde Forscher und Überlebende. Machen wir mal die Feldstudien kurz. Weil das ist am wenigsten Zeit. Was sollen wir machen? Wir sollen 100 Schrott und 100 Holz liefern oder wie oder was? Das haben wir jetzt einfach abgegeben, oder was? Hä? Ich hätte es vielleicht mehr lesen sollen. Ich glaube, ich habe das direkt abgegeben. Okay, hier, du bist fertig. Ja. Wir versetzen dich einfach mal darüber. Genau, zum Abbau jetzt freigeben. Gut ist es. Wir könnten natürlich direkt die nächste Expedition starten schon mal und mal gucken, was wir sonst so finden. Expeditionsfenster öffnen. Wir hätten hier gleich das nächste. 06, 08, eine Season. Ja komm, machen wir das hier mit 06. Ah, das sind auch noch verschiedene Orte. Ja, logisch. Okay, das ist wieder so ein Gewächshaus. Wir gehen einfach mal hin und gucken mal, was passiert. Ja, dekontaminieren die das jetzt oder was machen die damit? Was mit dir hier? Werkstatt? Benötigt Schrott. Ja, irgendwie haben wir gerade keinen Schrott, das ist klar. Aber kommt langsam wieder. Wasser kommt, Schrott kommt, alles kommt. Und wir haben einen Forschungspunkt. Wir haben einen Forschungspunkt. Wetterstation. Forschung starten. Die will ich unbedingt haben. Da müssen wir durch die Ressourcen. Da müssen wir durch. So, schon fertig. Okay, wir brauchen Metallabzeichen und wir bräuchten einen Bauern, der mitgeht. Es sind noch einige Pflanzen drinnen. Okay, da wollen wir mal ganz schnell hin. Wir holen uns auf jeden Fall einen Bauern.
Siedlerabzeichen Hammer. Wir nehmen Metallwerkzeuge mit. Wir nehmen Aktivwerkzeuge mit. Und wir nehmen hier ein bisschen Essen mit. Dann, genau. Die zwei. Lang zwei Leute. So, wegen Tragekapazität. Komm, wir nehmen noch eher einen Jäger, nehmen wir noch mit. Und wir nehmen noch mit einen Sammler. Expedition starten. Aber wir müssen noch gar nicht so weit laufen. Okay, wir können auch... Ne, wir können nicht mehr mitnehmen. Okay, komm, dann machen wir so. Expedition starten. So weit müssen sie gar nicht laufen. Die sollen nicht rumheulen. Wird schon passen, hoffe ich. Warum sinken wir denn jetzt hier? Nicht doch. Niedrige Wasser. Aktiviere. Okay, ja, hier. Genau, jetzt haben wir das Teil ausgebaut. Wir können jetzt hier aktivieren. Verstanden. Und jetzt wird hier Kohle reingeliefert. Und dann... Also, ich hätte gerne ein bisschen, dass man die Gebäude ein bisschen besser, Nein! Oh, hier ist die Köhlerei. Ich hätte gerne ein bisschen eine bessere Übersicht manchmal, wie man die Gebäude hier erkennt. Sind schon alles sehr... baldige Dürre. Nein. Eieieiei. Wir haben es gerade nicht so leicht. Ja. Wir kommen momentan nicht hinterher. Was ist denn der Schrottblatt hier? Der hat auf jeden Fall noch Schrott. Der hat noch Schrott. Ich frage mich, ob ich mit den Ressourcen so grundsätzlich was falsch mache. Wir hauen hier mal noch drei weitere Wasserträger rein. Es ist bald Dürre. Wir hauen hier alles voller Wasserträger. Ja, ich frage mich ein bisschen, ob wir hier grundsätzlich irgendwas falsch machen. Weil die Ressourcen gar so knapp sind. So, wir gucken mal hier auch nochmal rein. Fremde Forscher. Also beim Rückweg auf der Expedition rein. Wir sollen ihnen Essen geben. Okay, wir können euch schon 94 Nahrung geben. Das ist halt nichts für uns. Wir kriegen dafür 7 Elektronik, 4 Strahlenanzüge und 7 Hanf. Ja, gut. Cool. Okay, irgendwie dachte ich mir, das mit den Missionen ist hier heftiger. Wie soll es mit der Expedition weitergehen? Süßer Geruch heißt meistens Tod. Schauen wir mal. Zerstörtes Gewächshaus. Woher kommt das? Der Geruch scheint von einem Haufen Pflanzen zu kommen, die in der Mitte der Ruine wachsen. Sie haben lange und dünne Blätter, stachelig. Ja, okay. Ich würde die Pflanzen gerne... Wir haben ja Werkzeuge mitgebracht. Gewächshausrahmen. Zu verwerten. Gut, dass wir unsere Werkzeuge... Okay, wir können den Rahmen verwerten. Machen wir mal. 22 Schrott, 22 Metall. So, und jetzt würde ich gerne noch... deswegen haben wir den Farmer mitgemacht. Die Pflanzen würde ich gerne verwerten. Wir haben 11 Joints bekommen. Geil. 11 mal Hanf. Und Hanfsaat haben wir bekommen. Wir können ab jetzt selber Hanf anpflanzen. Okay. Ja, dann einpacken, zurückkehren, bitte. Vollpacken. Ich habe keine Ahnung, was wir mit Joints machen. Erinnert mich ja fast schon ein bisschen an RimWorld. Okay, wir sind insgesamt wenig verstrahlt. Ja, wir haben wenig Stoff. Eieieiei. Und das, obwohl wir schon doppelt Stoff herstellen.
Also Ressourcen, echt immer übel. Echt immer übel. Okay, wir lassen jetzt hier erstmal ein bisschen Nahrung produzieren. So, wir kriegen unsere Expedition. Wir brauchen mehr Stoff, mehr Schrott. Und viel mehr Holz. Ah, die Wetterstation ist schon wichtig. Okay. Jetzt haben wir mehr als genügend Wasser. Wir nehmen hier wieder zwei raus. Ich will wieder einen Jäger, einen Fischer. Sammeln, komm. Wir machen hier die Nahrung wieder ein bisschen voll. 6 Leute. Noch einen Schrottsammler mehr, noch einen Förster mehr. Wirtlehrer, Forscher, Totengräber. Ja, komm, wir lassen es mal so. Wir lassen es mal so. Bisschen haben wir hier noch. Wo haben wir jetzt irgendwelche Zeichen? Hier haben wir zum Beispiel Zeichen. Okay, Pfeil nach oben ist nicht so schlimm. Da sind wir nur am Limit. Oh Gott. Oh Gott. Verteidigungsmaßnahmen erforscht. Okay, das dauert noch ein bisschen. Wir brauchen Verteidigungsmaßnahmen. So, hier ist ein Fragezeichen. Was ist hier los? Benötigt Stoff. Okay, das ist nicht so schlimm. Ja, hier Dekontaminierung ist halt immer kacke. Da sind wir einfach nur voll, voll, voll. Produziert Schnaps. Wir haben 250 Schnaps, oder was? Tatsache. Unglaublich viel Schnaps. Geil. Geil. Richtig viel Schnaps. Oh, da ist die Dürre übrigens. Okay, wir haben unglaublich viele Schrottwerkzeuge. Dann probieren wir mal, was passiert, wenn wir zweimal auf Eisen gehen. Ich probiere es einfach mal. Ich probiere es einfach mal. Aber hier können wir... Oh nein, schon wieder. Erst Dürre, dann Sandsturm. Eieieiei. Jetzt müssen wir wieder reparieren. Okay, wir gehen mal hier. Bäume fällen dabei. Jetzt müssen wir wieder reparieren. Eieiei. Okay, wir haben noch einen Auftrag hier. Wissen ist Macht. Er möchte die Filteranlage unserer Wasser für ein paar Versuche nutzen, um mehr über die Zusammensetzung von Strahlung und Wasservorräte zu lernen. Und wir können wir... Ja, okay, wir sollen es einfach ausschalten. Dabei machen wir mal. Wasser eingelagert, Kohle eingelagert, deaktiviere. Okay, gut. Machen wir mal. Mal schauen, was dann passiert. Also in erster Linie müssen wir jetzt noch Kohle einlagern. Ey, was ist hier? Alle Leute krank. Was mache ich jetzt? Sanitätshaus. Okay. Mist. Als nächstes Spawn. Eieiei. Warst du jetzt schon mit dem Spiel? Sind wir jetzt schon hinüber? Ich hoffe mal nicht. Kommt. Baut, ihr Hunde. Baut. Ey, wir haben kein Holz, wir haben keinen Schrott. Nein. Ja, weil wir haben keine Leute mehr. Komm, wir müssen hier überall runtergehen. Schnell. Wir brauchen Leute. Wir brauchen ganz viele Leute. So, pass auf. Wir brauchen hier Holz geht. Wir müssen noch extra sagen, Schrott abbauen. Hier. Kommt. Oi. Hier, Erkunder, raus mit dir. Brauchen wir auch nicht. Forscher, raus dabei.
Brauchen wir jetzt gerade alles nicht. Wir brauchen Baumeister und wir brauchen Siedler. Das sind jetzt die zwei wichtigen Sachen. Nur noch Schrott. Nur noch Schrott brauchen wir hier. Okay, schaffen wir. Komm. Schaffen wir. Chaka, du schaffst es. Was haben wir hier? Recycler. Ja, ist mir egal gerade. 22. Ja, ich glaube, hier sterben ein paar Leute. Oh, nur noch einer krank. Das ist gut. Okay, dann geht es nur um die Quest. Dann geht es nur um die Quest hier. Naja, da hätte ich auch früher dran denken können, dass wir ein Krankenhaus brauchen. Da hätte ich auch früher dran denken können. Okay, du bist hier fertig, oder? Ja. Machen wir hier das Holz noch weg. So, und da will ich jetzt drei Ärzte drin haben. Drei Ärzte will ich da jetzt drin haben. So. Wie schaut es denn jetzt sonst aus? Wir haben 15 Leute, okay. Dann ein Lehrer, zwei Forscher hatten wir, einen Erkunder, Köhler, Sondierer, Wasserträger. Okay, nur noch einer, das ist zu wenig. Wir machen einen Sammler dabei raus und einen Fischer. So, Wetterstation. Wetterstation. Okay, komm, wir brauchen... Was verbraucht denn gerade alles Kohle bei uns eigentlich? Ja, danke. Was verbraucht gerade Kohle? Ich glaube, die Metallwerkzeuge, oder? Nee. Sehe ich irgendwo, was Kohle verbraucht? Wo ist Kohle? Wo ist die Kohle? Ich weiß, dass wir für irgendwas... Ah, Aktivkohlemasken, genau. Wir machen hier mal kurz einmal Halstuch. Ich glaube, wir haben... Und nochmal Halstuch. Ich will mal kurz keine Kohle verbrauchen, damit wir hier mal auf die 24 kommen. Wir brauchen genau Kohle und wir brauchen die Wetterstation. Will ich bauen? Die setzen wir mal hier unten dabei hin. Oh ne, das passt mir hier mit dem Weg gar nicht. Dann machen wir es hier hin. Genauso groß wie der Friedhof, das passt. Und wir... Passt nicht hin, scheiße. Nein! Geh mal weg hier. Geh mal weg hier. Oder so hin. Ne, habe ich ja schon gesagt, will ich eigentlich nicht. Mach mal so hin. Noch döfer. Okay, wir machen es mal so hin. Wir machen es mal so hin. Die brauchen wir jetzt unbedingt, die Wetterstation. Und dann sollen sie hier mal genau Forschung starten. Wir könnten die nächste Expedition starten. Du bist zum Abbau freigegeben. Jetzt hätte ich gerne diesmal einen anderen Ort. Hier hätten wir so ein Haus. Eine Lagerhalle. Das schaut eher aus wie Lagerhaus. Das andere war Gewächshaus. Das hätte ich gerne. Das schaut doch interessant aus. Komm, Kundschafter schicken. Was? Was? Ah, hier. Ach, das müssen wir abgeben. Dafür kriegen wir einen Forschungspunkt. Okay. Jetzt habe ich es verstanden. Gut, wir können aber den Filter jetzt direkt wieder anschmeißen, was wir mal direkt machen. Und wir stellen sofort unsere Schneider wieder um auf Aktivkohle. Ja, was hast du für ein Problem? Benötigt Stoff, ja.
Alle verstrahlt. Was habt ihr für Probleme? Benötigt Schrott. Ja, okay, benötigt Schrott. Hm. Also, was haben wir hier? 5 Leute. Ja, wir brauchen mehr Leute. Schrottsammler. Komm, wir hauen hier mal noch 2 rein. Ja. Als nächstes reparieren, bitte. So, wo könnte man euch zum Arbeiten hinschicken? Hierhin. Dahin. So, wir sollen die Verteidigungsmaßnahmen erforschen. Dann gucken wir mal kurz rein. Verteidigungsmaßnahmen hier. Oh, ich will eigentlich gar nicht, weil spätestens, dann gehen auf die Angriffe auf jeden Fall los. So habe ich ein bisschen Hoffnung, dass sie vielleicht einfach nicht losgehen, die Angriffe. Okay, weil dann müssen wir Munition und das alles bauen. Also wir kommen ja jetzt, ist wie gesagt, so schon überhaupt nicht zu Rande. Also das würde mich echt mal interessieren, ob ich jetzt hier wegen Schrott und Holz und Stoff, ob ich hier grundsätzlich irgendwas verkehrt mache. Aber ich weiß halt auch nicht was, das ist so mein Hauptproblem. Ja, wir bräuchten vielleicht auch Strom, aber ich glaube, den können wir noch gar nicht bauen, gell? Nee. Nee, können wir nicht. Genau, ich hätte gerne mal noch eine Essensausgabe. Ein Markt theoretisch. Okay, wir machen mal ganz kurz was anders hier. Arbeitsfeld ändern. So. Die sollen mal schnell die 2 Sachen hier wegmachen. Genau, und dann machen wir mal eine Essensausgabe. Die machen wir hier so hin. Dann könnten wir hier mal den Weg noch weiter befestigen. Okay, dann machen wir hier einen doppelten Weg ausnahmsweise. Ausnahmsweise. Das hier, oh, hier haben wir einen langen, einfachen Weg. Aber wir brauchen diese Doppelwege eigentlich auch nicht überall. Deswegen macht es so ein bisschen, wie ich es mir gerade denke. Oh, Handelsposten. Ja, 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 ja. Okay, hier, neu erkunden. Ich bin da, Boss. Ja, verlassene Militärstation. Wir bräuchten einen Schrottsammler. Wir brauchen Metallwerkzeuge. Wir brauchen einen Erforscher. Wir brauchen Schrottwerkzeuge. Wir brauchen Sanitär... Oh Gott. Komm mal, Expedition aufstellen. Wir probieren es mal. Wir brauchen Schrottwerkzeuge. Wir brauchen Metallwerkzeuge. Okay, wir haben alles dabei, was wir brauchen. Alles erfüllt. Expedition starten. Expedition starten. Da bin ich ja mal gespannt, was jetzt rauskommt. Militärstützpunkt. Hoffentlich ein bisschen Munition und Waffen. Das wäre geil. Also Essen und Trinken haben wir genug. Das ist schon mal das Wichtigste. Holz und Schrott, ja, wie immer, nichts. Okay, wir brauchen hier noch Holz. Ja, aber ich will halt auch keinen zweiten Förster bauen und nur abholzen. Das bringt mir halt auch nichts. Ich müsste den Schrott hier mal entfernen. Das hier könnte man noch mehr Bäume reinmachen. Aber erst müssen die beiden Sachen verschwinden. Wenn die beiden Sachen weg sind, dann lege ich den Schrott hier rüber. So, was sagt denn die Klinik eigentlich zu uns? Schaut gut aus. Okay, dann schauen wir nochmal kurz neue Aufträge. Was ist denn das hier eigentlich? Ah, das war die Kneipe, okay.
Neue Medizin, Forschung im Bereich Technologie. Okay, schauen wir mal. Neue Technologie, die Wetterstation zu entwickeln. Ja, aber Wetterstation haben wir schon. Belohnung, Zufriedenheit. Okay, geil. Neue Medizin. Mehr Material. Okay. Wir sollen einfach Medizin produzieren. Okay. Ja, mach mal. So, easy. So, hier. Produktionsstoff, leere Arbeitsbereiche. Wer ist leer? Logistik. Wo arbeiten denn Logistiker? Was habe ich gebaut? Ach, das... Hier ist der Logistiker. Also ich habe natürlich jetzt Leute weggeschickt, das ist klar. Ja, wo fehlen denn die Leute? Überprüfe Schrottplätze und Arbeits... Ja, aber hier sind ja Leute. Ach, oh Gott, hier. Sie sind fertig mit Abbauen. So, dann machen wir es jetzt so. Das war wahrscheinlich der Grund, oder? Ja. So, Forschungsstation errichten, genau, haben wir. Medizin produzieren. Okay, dann schauen wir weiter. Wir haben noch eine ungeahnte Möglichkeit. Ah, wir können nur 2 Missionen annehmen. Ah, okay. Lupine, Paprika, Walnuss. Okay, Hanf brauchen wir jetzt erstmal nicht. Das wollen wir mal nicht. Okay, hier wird gefiltert. Ah, Wetterstation ist fertig. Okay, wir wollen, sobald Mittel... also wir stellen hier ein Felder- und Regenspeicher. Wir sehen jetzt hier mal zum Beispiel beim Regen mittelkontaminierter Regen oder kein Regen. Hier haben wir hoch, hier haben wir hoch, hier haben wir auch hoch. Und sobald wir sehen, dass es hoch- oder mittelkontaminierter Regen ist, dann decken wir ab jetzt unsere Felder und unsere Wasserspeicher ab. Sieht man jetzt hier ganz schön. Hat den Sinn, dass wir hier auch gerade mit Plastik irgendwie so drüber, hat den Sinn, dass diese Gebäude nicht mehr so, ja, kontaminiert werden eben. Wir haben 2 obdachlose Siedler. Ach, scheiße. Aber wir haben mehr als genügend Leute. Ich will eigentlich gar nicht, dass die sich großartig weiter vermehren. Wir machen hier gleich mal Geburtenkontrolle. Wir wollen nicht. Was ist denn das hier? Ah, okay, da kann man dann mal, wenn wir welche brauchen, können wir dann welche suchen. Das ist cool. Ja, für die nächsten 3 Jahre gibt es mal keine Kitties mehr. So, ich will aber keinen... Ich warte jetzt mal, aber... Oh Gott, 6. Wie viel wären das noch? 5. Ja, sterbt wieder. Komm. Ja, okay. So, Expedition ist angekommen. Genau, Schwerter zum Flugschaden, bla bla bla. Ich habe jetzt nur gerade überlegt, ob ich noch schnell die Folge beende. Wir sind schon bei 33 Minuten, aber nein, mache ich nicht. Westseite, ja, seht euch hier mal um. Hier sind zwar Baracken, die wir durchsuchen können. Wer weiß, mit einem eingepackten Werkzeug soll es kein Problem sein. Ja, okay, mach mal. Hier brauchen wir Zuversicht 50%, den Schrottsammler bei den Wracks. Okay, machen wir. Okay, 13 Stoff, 26 Schrott, 13 Metall und... Wir haben dieses Abzeichen freigeschalten, oder was? Okay. Keine Ahnung, was das jetzt bedeutet. Hier haben wir... Wo sind wir jetzt? Bei den Wracks. Mit dem richtigen Werkzeug. Wir haben ja alles dabei, deswegen... Hier steht sogar ein alter Panzer. Okay, wir haben 8 Metall, 15 Schrott, 8 Elektronik, 8 Munition und 8 Gummigeschosse. Also einmal Metallprojektile, einmal Gummigeschosse. Geil. Was haben wir noch? Oh nein! Das...
Ah, das wäre das Futter gewesen. Jetzt verstehe ich das, was das mit diesen Aktionspunkten auf sich hat. Nein. Okay, einpacken, zurückkehren. Wir müssen... Habe ich, glaube ich, alles liegen lassen, ich Volldepp. Wir müssen da auf jeden Fall nochmal hin. Wegen mit mehr Nahrung. Okay, wir werden jetzt so schnell keine Expedition starten. Wir müssen hier mehr Nahrung produzieren. Haben wir noch jemanden übrig? Ja, wir erhöhen das hier mal. Wir brauchen mehr Nahrung. Wir brauchen mehr Expeditionsnahrung für mehr Punkte. Geil. So, an der Stelle, jetzt beenden wir aber ganz schnell die Folge. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Servus.